So Freunde, heute Vorstellung, neues Projekt, F24, F wie Fanorama, gibt es eigentlich nicht mehr, aber Streetfahrermesse und 2024, bis dahin soll das Fahrzeug fertig sein, zumindest ansatzweise. Im Prinzip wird der Umbau ein Klon der POP24, nur auf G6R Basis, einige Kleinigkeiten werden noch verändert. Gegenüber der POP24, also erstmal ist ja eine G6R, zweitens wird eine andere Maske verbaut, der Auspuff wird etwas anders verlegt, komplett andere Lackierung, also im Großen und Ganzen sollen sie sich schon sehr ähneln, sollen dann zur Messe wie zwei Zwillinge nebeneinander stehen, also zweieiige Zwillinge. Ja, das ist die Basis, mehr gibt es leider nicht zu dem Fahrzeug oder mehr ist nicht übrig. Rahmen G6R 1100 Bau 90, die originale Gabel, der originale Tank, der Rest wird noch geändert. Räder kommen rein von der Fireblade SC33. Finde ich eigentlich ganz witzig, das Sechsspeichen-Design und auch das kleine Vorderrad. Schwinger kommt wie immer eine lange Schwinge rein. Da ist noch nicht so hundertprozentig sicher, was für eine. Wenn das Fahrzeug dann soweit fertig ist, wird nochmal eine Bände gekauft, 1200, die wird geschlachtet. Motor, Kabelbaum, Krümmer und so weiter, kommt dann alles von der Bände rein. Wie geht es jetzt hier weiter? Wir werden keine extra rein vornehmen. Ganz solide SM5, Gabelkammer. Der Tank bekommt nicht wie bei der POP24 eine Lachgasflasche, sondern einfach hier eine, unsere bewährte Sackdelle. Das Tankkammer wird ähnlich aussehen wie von der POP24. Zeige ich euch gleich mal so die paar Anbauteile, die ich schon dafür eingeplant habe. So, das ist immer ganz gut, wenn man einfach ins Regal greifen kann und sich die Teile aussuchen. Für normale Leute, die müssen das bestellen, sind sie unsicher, ja, was nehme ich jetzt für ein Teil, was sieht gut aus. Bei uns könnte man mehrere Teile bestellen. Könnt Sie testen, was am besten aussieht und was euch nicht gefällt, schickt ihr zurück. Und das, was euch gefällt, spaltet ihr halt. In dem Fall bleibt alles beim Alten. SM5, so wird das aussehen. Ähnlich der POP24 wird das Heck hier gekürzt, ausgeschnitten, dass die beiden Dämpfer hinten rauskommen. Wie gesagt, das Rad kommt weiter nach hinten durch die langen Schwingen. Auch einfach mal an die Wand gegriffen, noch mit Schild drauf. Strange 2, 219 Euro, ihr könnt ihr sehen. Gabelkammer. Das wird in etwa... Das wird in etwa so aussehen, allerdings kommt keine Maske dran, sondern wohl der Yamaha-Scheinwerfer MT0, ich weiß nicht immer genau, welches der ist, MT02 glaube ich. Ihr wisst das. Ich muss mich ja manchmal wundern, wenn die Kunden mehr Ahnung haben wie ich, obwohl ich das schon so lange mache. Ja, so ist der Plan. Ich zeige euch gleich mal, wie es hier weitergeht am Tank, das wird heute noch passieren. Mit der Sackdelle, der Heckrahmen wird vorbereitet, das zeige ich euch gleich im Anschluss. So, weiter geht's. So, ihr seht, wenn ihr an den Tank was machen wollt, unbedingt vorher anschleifen. Wenn der schon zu oft lackiert wurde, am besten komplett entlacken, Sandstrahlen, schwierig, am besten chemisch entlacken. Oder ihr habt wirklich einen guten Sandstrahler eures Vertrauens, da könnt ihr den auch zum Sandstrahlen geben, aber muss sehr vorsichtig gemacht werden, sonst ist das zum Schluss komplett eingedrückt. Seht ihr, wurde schon vorbereitet für die Sackdelle. Die Fläche großzügig blank machen auf jeden Fall, dann die Mitte anzeichnen. Seht ihr, habe ich eine Doppellinie gemacht, ist egal, ihr könnt eine einfache Linie machen. Den Radius könnt ihr einfach mit irgendeinem Radius nehmen, den ihr liegen habt, eine Fleckscheibe. Oder eine Klebebandrolle, irgendwas, legt er an, malt mit dem Stift rundherum. Jetzt seht ihr, okay, die Stelle soll
eingedellt werden. Ihr dürft ja nicht zu weit hoch gehen. Das Problem ist, wenn ihr über die Kante kommt und fangt hier an zu schlagen auf der Stelle, da fällt der komplette Tank ab hier, fällt dann mit ein. Und der ganze Tank wird dann so schräg, das wird nicht schön einfach. Ihr müsst natürlich auch beachten, Moment, ich hole den Höcker. So, so sitzt der Höcker. Ihr müsst immer bedenken, hier Sitzpolster, sag jetzt mal 2 cm. Und ab da darf dann erst die Delle anfangen. In dem Fall wird der Sitzpolster nicht bis zum Tank gehen, sondern ein Stück davor. Also so liegt das eigentlich ganz gut. So sollte das was werden. Zum Schluss kommt dann noch an den Tank die Tankhutze drauf, zeige ich euch gleich noch. Die gibt es ja eigentlich einteilig von uns. Da viele Probleme haben mit dem großen Cover, das auf den Tank zu bringen, ordentlich, gibt es jetzt auch nur die Flügel von dem Tankcover rechts und links. Zeige ich euch gleich. Wichtig ist bei der Sackdelle reinschlagen, der Tank muss ordentlich sitzen. Ihr müsst das nicht auf dem Motorrad machen, könnt es auch auf der Werkbank machen. Aber hier vorne muss der Tank schön anlegen irgendwo, dass wenn ihr schlagt, also so darf es nicht sein, so wackelig. Also der wird auf der Werkbank bearbeitet dann, weil hier noch nichts vorgesehen ist. Jo, zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Dann habe ich mal was vorbereitet. Und zwar sind das jetzt die, ist das jetzt das Tankcover, ursprünglich einteilig, jetzt neu auch in, wo bin ich hier, jetzt auch neu in zweiteilig, ist eigentlich einfacher, muss jeder selber entscheiden, der Preis ist der gleiche, ist auch in der Form angerissen, das heißt, ihr könnt das Tankcover einteilig bestellen, seht aber genau, wo die Linie ist, wenn ihr denkt so, ah, das war doch zu doof, das Ganze, den ganzen Tank mit Kunststoff zu verkleiden. Ich möchte lieber nur rechts und links die Blenden dran machen. Könnt ihr das einfach in der Mitte rausschneiden. Wie gesagt, die Linie ist an der Form, also am Teil angezeichnet dafür. Ich will euch nicht heute zu lange langweilen. Deswegen bleibt es erstmal jetzt bei der groben Vorstellung von der ganzen Sache. Ich zeige euch noch, wie das dann circa aussehen soll. Ja, so genau. So. So kommt dann das erste Tankcover drauf. Der Tank wird zum Schluss aus zwei Kammern bestehen. Das erste Kammer ist wie bei der Bennett Pop angespachtelt an den Tank. Das zweite Kammer wird länger sein und in derselben Form, aber weiter runtergezogen werden im Winkel, wie das Gabelcover ist. Also wird es schätzungsweise bis hierhin gehen. So und vielleicht so schräg hoch, muss man dann sehen, wie es aussieht, wenn es montiert ist. Das kommt jetzt erstmal dran. Nächste Aktion ist die Sackdelle und Heckrahmen schweißen. Und also bleibt am Ball. Ja, bleibt am Ball, hier geht es weiter. Projekt F24, merkt euch das. Ist auch bald Motorradmesse in Erfurt. Da wird sie noch nicht da stehen. Das Motorrad könnt ihr sehen bei uns am 1. Mai, wie immer zum Frühlingsfest. Jedes Jahr, 1. Mai in Kittelbrück am Laden. Kommt vorbei, könnt ihr euch das Projekt angucken. Ansonsten, wer keine Zeit hat, alle Teile findet ihr bei uns im. Ich weiß noch nicht, wo ich hingucken soll, wo ist die Kamera? Da, da ist die Kamera. Ihr könnt alle Teile bestellen bei uns im WhatsApp-Shop. Geht einfach auf www.street-maschines.net. Da sind alle Links zu YouTube-Videos, zu Instagram, zu Facebook und auch zum WhatsApp-Shop. Da könnt ihr das ganz einfach bestellen. Klickt einfach drauf, Warenkorb, dann schickt ihr das. Dann bekommt ihr eine E-Mail von uns zurück, beziehungsweise eine WhatsApp zurück. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach dazu. Ihr findet alle Teile, wenn nicht, schreibt einfach WhatsApp. Fertig. Ja, ansonsten, ihr könnt auch natürlich hier meine schöne, meins nicht, das ist meins, aber Basecaps bestellen, Kapuzenpullis, Aufdruck am Ärmel, Rücken, Front, normale Pullover jetzt neu,
Longsleeves, zweifarbig, die sehen super aus. Jo. Also sehen wir uns beim nächsten Video. Ich denke, das wird nicht lange dauern, weil das war eine kurze Unterbrechung wegen Knoten in der Zunge. Genau. Was ich noch sagen wollte, hier geht es bald weiter. Das wird nicht lange auf sich warten lassen, denn wir vom Team sind voll dabei. Wir wollen das Projekt vorwärts bringen. Das heißt, nächstes Video wird sein Sackdelle, Heckrahmen, Tankcover. Bleibt dabei, bis bald.